Mit fast 600 Kilogramm Methamphetamin ist der australischen Polizei der bislang größte Einzelfund dieser synthetischen Droge in der Geschichte des Landes gelungen. Die auch als Crystal oder Ice bekannte Droge mit einem Wert von rund 341 Millionen Euro wurde in Sydney sichergestellt. Drei Männer wurden festgenommen. Der Chef der Polizei des Teilstaates Neu-Süd Wales sagte, der Coup gelang nur dank eines anonymen Anrufs. Dieser Anruf war der Hinweis, der uns zu dem Drogenkartell führte, das nun für immer gestoppt wurde. Man habe bereits im September einen Tipp erhalten, dass die Drogen in Containern versteckt aus dem chinesischen Shenzhen nach Australien geschmuggelt werden sollten. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen Hongkong-Chinesen, einen Mann aus Singapur und einen Australier chinesischer Abstammung.